Ich mache ja auch Poetry Slam. Also über Liebe. Ein Text geht so: Eines Tages, Baby, werden wir unsere Liebe finden. Unser Fernseher rausschmeißen. Netflix nicht mehr abonnieren. Und Liebe machen den ganzen Tag. Herzlich willkommen, ich begrüße Sie wieder zu einer neuen Folge auf ein kleines Gespräch mit heute Liz McIntosh. Herzlichst willkommen, hallo. Seit 1989 Mitglied im Gürzenich Orchester. Sie spielen die zweite Violine und sind auch als Diensteinteilerin bei den zweiten Geigen tätig. Für unsere Zuschauer da draußen ist natürlich, was ist eine Diensteinteilerin? Ich weiß es natürlich, aber ich denke, das ist interessant auch für unsere Zuschauer da draußen. Ja, man muss sich vorstellen, es gibt viele Musiker, viele zweiten Geigen. Richtig. Und wir können nicht alle auf einmal spielen. Nein. Und wir müssen einfach am Ende des Jahres alle ungefähr dasselbe Dienstzahl hinter uns haben. Natürlich. Und ich organisiere das. Genau. Das ist so weit wie möglich auch so, dass die Kollegen auch glücklich sind. Das ist eigentlich mit das Wichtigste. Das hätte ich jetzt auch noch hinzugefügt, dass natürlich die Kollegen auch glücklich bleiben. Das sind jetzt natürlich auch zwei Jobs, die Sie da haben, Frau McIntosh. Was verdient man da, wenn man da die Ehre tätig ist? Man verdient die Ehre. Die Ehre natürlich. Ja. Wir organisieren das intern und als Schottin werde ich Ihnen nicht sagen, was. Nein, natürlich nicht. Ich wollte jetzt auch. Ich persönlich finde ja die zweiten Geigen noch wichtiger als die ersten Geigen. Das ist mein persönlicher Eindruck. Wir natürlich auch. Zu Recht. Also ich wage sogar die zweiten Geigen zu vergleichen mit dem Fundament unserer Gesellschaft, wenn ich das mal so sagen darf. Ein gesunder Mittelstand ist der Motor einer jeden funktionierenden Wirtschaft. Ungerechterweise hat ja auch im Volksmund die zweite Geige einen negativen Beigeschmack. Ich denke da an das Sprichwort, die zweite Geige spielen. Wie reagieren zweite Geigen darauf? Sagen Sie dann zum Beispiel, die dritte Geige spielen? Oder was halten Sie davon? Nee, wir sind immer sehr cool, weil wir wissen, das ist ein komplett anderer Job. Und natürlich sagt das schon mal jemand und wir lachen drüber. Frau McIntosh, wie hat das mit dem Geigespielen bei Ihnen angefangen? Ja, ganz zufällig. Ich war fast 9 und da kam jemand in der Schulklasse. Ah, so wie bei mir. Bei uns ein Projekt in Schottland damals, dass Instrumenten an Kinder in normalen Schulen vorgestellt werden sollten. Und ich habe mich wohl gemeldet mit ein paar anderen. Und wir hatten von einem Highlander Unterricht. Who wants to live forever? Oder so. Und nach 3 Monaten war ich alleine da. Und das ging weiter, weiterführende Schule, auch kostenlosen Unterricht. Das ist ein Weg, den Sie sich selber erkämpft haben, was wirklich vergleichbar mit meiner Biografie auch ist. Auch ich habe mich durchgekämpft mit Hilfe von Role Models wie Sylvester Stallone natürlich. Ich persönlich bin ja ein ganz großer Fan Schottlands, deshalb ist es mir eine große Freude, auch hier eine Schottin zu haben. Schottland, allen ein Begriff, ja, ein ganz kleines Quiz zwischendurch. Frau McIntosh, Sie werden es wahrscheinlich sofort erraten, aber für unsere Zuschauer ziemlich interessant. Bereit? Gut. Oh, hello, buddy Paddy. Can I have a glass of martini? My name is Bond. James Bond. James Bond. Es war Sean Connery war das. Sean Connery. Das unser ist unser Golfer. Genau, ich bin auch ein bisschen erkältet. Vielleicht war das so ein bisschen. Ja. Frau McIntosh, Sie sind große Tierliebhaberin, haben auch 2 Katzen, was ich ganz toll finde. Ich bin auch ein ganz großer Katzenfan, Hundefan auch. Man sagt, dass wir diese Tiere auch verspeisen sollen, was absolut lächerlich ist, gerade bei Katzen auch. Ja, also nee, das ist, da kann ich kann Sie da beruhigen, Katzen werden nicht gegessen.
also in China oder Korea. Gut, bei einer starken Grippe ist schon empfohlen, aber es ist eben mit leichten Kopfschmerzen kann man nicht schon so groß kämpfen. Wie der Kopfschmerzen. Richtig. Aber das ist wie mit der Homöopathie, also man muss halt dran glauben. Also die kannst du natürlich auch. Ja, als Tierliebhaberin dann natürlich teile nicht diese Meinung, ja. Aber... Die Chinesen haben ja die Streichinstrumente erfunden. Das ist auch wissenschaftlich belegt, schon vor Tausenden von Jahren. Ich bin ja auch gerade dabei, eine Oper zu schreiben mit chinesischen Streichinstrumenten in der Tradition der Peking-Oper. Ich habe ja auch gelesen, dass Sie auch schon China besucht haben. Deshalb denke ich mir, habe ich eine Spezialistin. Oh ja, das würde ich gerne sehen. Jetzt etwa, oder? Ja, aber bitte. Ja, also ich kann einen ganz kleinen Auszug. Also die Geschichte ist natürlich die der Konkubine und des Kaisers in einem modernen Kontext. Also er ist jetzt ein CEO und sie ist eigentlich die Praktikantin. Also es ist Vielen Dank. Also ich denke auch, dass die Menschen schon spüren, was da eigentlich auch hinter der Aufführung. Frau McIntosh, ich bedanke mich recht herzlich, wir hier auf ein kleines Gespräch mit Liz McIntosh vom Gürzenich Orchester. Das war mir eine große Freude. Wir treffen uns nochmal zum Haggis-Essen, würde ja, ich sagen. Das machen wir und Whisky. Und Whisky und schwelgen in den Highlands, so wie es auch Sean Connery getan hat. Vielen Dank, Frau McIntosh. Dankeschön. Ciao.